Schon sind wir wieder da bei Pokémon X. Du benutzt den Liftschlüssel. Und welches Stockwerk möchtest du? Es gibt nur eins. Hier ist es nicht so wie bei Pokémon Blau und sowas, wo es noch eine Mewtwo-Ebene gibt. Ne, hier gibt es nur die. So, mal gucken. Oh, der Dicke redet, der Große. Herausforderer von Flordelis, hör mir zu. Was ist los, Mann? Wer bist du denn? Das ist jetzt mal Märchenstunde. Diese Geschichte hat sich vor langer, langer, ja, sehr langer Zeit zugetragen. Sie handelt von einem Pokémon und einem Mann, die eine tiefe Freundschaft verband. Kann ich das weiterklicken? Nee, das geht automatisch. Na gut. Die Zeit, in der die beiden lebten, wurde von einem Krieg erschüttert. Auch das Pokémon, das der Mann so liebte, wurde schließlich in die Schlacht geschickt. Einige Jahre vergingen, ohne jede Kunde von seinem Verbleib. Voll krass. Schließlich erhielt der Mann eine kleine Kiste mit den Überresten seines Pokémon. Wir haben übrigens alle Pokémon auf dem Bild vorhin gerade benennen kann, der kriegt einen Preis. In seinem Herz entbrannte der Wunsch, einem geliebten Pokémon das Leben zurückzugeben. Recht verrate ich nicht. Also entwickelte der Mann eine Maschine, die Tote zum Leben erwecken konnte. Was überhaupt nicht ausgenutzt werden würde. Nein. Warum auch? Endlich war er wieder mit seinem geliebten Pokémon vereint. Doch der Schmerz saß tief in seinem Herzen, denn in seiner Brust tobte noch immer der Zorn. Er war voller Hass auf die Welt, die ihm sein geliebtes Pokémon genommen hatte. Ja, aber wir wissen, zu was Hass führt. Höre Yoda. Und so baute er seine Maschine schließlich zur ultimativen Waffe um. Was auch nicht ausgenutzt werden würde, nein. Krass, ey. Der Mann erhob sich selbst zum Boten der Zerstörung und setzte dem Krieg ein Ende. Doch das Pokémon, dem er das ewige Leben geschenkt hatte, wusste von seinen Taten. Es wusste, dass es sein Leben einzig dem Opfer unzähliger anderer Pokémon verdankte. Das wieder auferstandene Pokémon beendete die Freundschaft zu ihm und verschwand. Ah, wie traurig. Und da sehen wir noch die Steine. Haben wir das jetzt eigentlich als Vision gesehen oder ist das einfach mal so hier? Du musst den Schlüssel zurückerlangen. Die ultimative Waffe darf nicht zum Einsatz kommen. Es wird nur alles wieder vergehen. Oder willst du denselben, nicht enden wollenden Schmerz spüren, der mich schon so lange plagt? Wieso? Bist du der Typ? Das ist Alzheimer. Er hat denselben Namen wie ein König, der vor 3000 Jahren regierte. Er hatte den Schlüssel zur ultimativen Waffe um seinen Hals hängen. Warum auch immer. Endlich ist es soweit. Folge mir. Der Typ erzählt uns auch alles und so. Das ist so krass, ne? Du musst den Schlüssel zurückerlangen. Ja, das ist AZ. Ein Tor. Zu. Tschüss, AZ, mach's gut. Wir gehen dann mal. Warte, lass mich. Oh, ich höre dich nicht mehr. Bin schon im Lift. Und jetzt können wir auf einmal noch ein drittes Untergeschoss fahren. Es ist auf einmal geöffnet worden. Fantastic, fantastic. Oh, was ist da? Nicht. Oh, da oben stehen ja zwei.
Wie ist das denn? Die Pokebälle, die wir ergattert hatten und die Pokémon, die wir gefangen haben. Sie sind vorbereitet. Summa summarum heißt das, unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt müssen wir unseren Plan also nur noch in die Tat umsetzen. Ich verlasse mich auf dich. Oh, oh, hi. Mit nur einem Knopfdruck lässt sich die ultimative Waffe in Betrieb nehmen. Ich bin der Überzeugung, dass Auserwählte das Potenzial haben, die Zukunft zu verändern. Also will ich das Schicksal in deine Hände legen. Willst du die ultimative Waffe in Betrieb nehmen oder für immer wegsperren? Es liegt an dir. Nutze dein Potenzial. Aha! Ich habe schon viel von dir gehört. Und dich bereits erwartet. Ich muss nur noch ein paar Nachforschungen für dich anstellen. Beginnen wir sogleich. Der Typ ist auch krank. Der Xeros. Warum auch immer. X-Bot. Hornet, wir haben eine schlechte Wahl getroffen. Was nehmen wir denn einfach mal? Kurama. Ja, schon in Ordnung. Volltreffer. So. Jetzt ist ein Psychoschock hier. Oh, weg. Magieraum. Oh, ja. Anwender erzeugt einen bizarren Raum, in dem für über 5 Runden die Wirkung aller von Pokémon getragenen Items aufgehoben ist. Nee, ist nicht wirklich gut. Hilft halt im Kampf mit gegen Mega-Entwicklung ganz gut. Calamanero. So, Calamanero ist ein ganz interessantes Pokémon. Das ist das Pokémon, was ich erzählt hatte, wo man den 3DS auf den Kopf halten muss, damit es sich entwickelt. Und Calamanero ist vom Typ Unlicht Psycho. Ist ganz cool. Also der Typ gefällt mir. Unlicht Psycho. Und Calamanero an sich hat auch irgendwie was irgendwas, boah, irgendwas komisches. Aber es sieht cool aus, muss ich sagen. Psycho-Klinge. Jetzt reicht's. Schnack, Befehl. Wir haben die Königin angegriffen. Tschüss. Wenn ihr die Königin angreift, müsst ihr euch nicht wundern, wenn dann die Bienen und die Armee rauskommt. Stachelfinale? Was? Gelingt es dem Anwender, das Ziel mit dieser Attacke zu besiegen, steigt sein Angriffswert stark. Nö. Obwohl. Doch, meinetwegen für Toxin. Toxin brauchen wir nicht mehr. Toxin und Hornet erlernt Staffelfinale. Kann man ja anbringen, wenn mal die Möglichkeit ist. Verdammt. Menschenkinder, du bist eine Wucht. Danke. Dankeschön. Unglaublich, einfach nur unglaublich. Du hast dir meine Anerkennung verdient. Summa summarum heißt das, dass ich dir jetzt etwas Spannendes verrate. Vor 3000 Jahren hat die ultimative Waffe einen furchtbaren Krieg beendet. Wenn wir jetzt diese schreckliche Kraft einsetzen, können wir Kalos vom Abfall, nämlich den törichten Menschen, befreien. Hinter mir befinden sich ein blauer und ein roter Knopf. Einer davon schaltet die ultimative Waffe ein. Drücke jetzt einen der beiden Knöpfe. Los, tu es. Man soll ja nie den roten Knopf drücken, ne? Nee, der wird die Maschine starten. Der blaue wird sie stoppen. Aber was ist, wenn die denken, dass ich das denke? Also heißt das, dass ich rot drücken muss. Weil der die stoppt. Weil wenn die denken, dass ich denke, der rote Knopf ist der Auslöser, werden die den ja in die Stoppfunktion reinbauen. Also muss ich den roten drücken. Aber wenn die genau das von mir wollen, wenn die also denken, dass ich denke, die würden denken, dass ich den roten Knopf drücke, weil die ja denken, dass ich gedacht habe, der rote Knopf ist der Auslöser und wird dann halt vertauscht, weil das rote ist ja immer Auslöser, dann müsste es der blaue sein. Aber ich mag lieber blau, ich drücke jetzt den blauen.
Du hast es getan. Du hast es wirklich getan. Du hast den blauen Knopf gedrückt. Das war die richtige Wahl. Ich gratuliere. Aber die ultimative Waffe aktiviere ich trotzdem. Der Boss meinte zwar, du würdest die Waffe tatsächlich stoppen, wenn du richtig wählst. Aber das werde ich nicht zulassen. Deshalb werde ich nun ohne weitere Umschweife zur Tat schreiten und den Knopf drücken. Sieh auf den Monitor. Du hast den Knopf gar nicht gedrückt. Was ist das, ein beschauliches Dörfchen? Ich war es nicht. Wie es auf einmal dunkel wird, ist klar. Oh, die Steine voll am Rumfliegen, Alter. Guck mal, was mit den Häusern passiert. Das steht noch. Boah, sieht aber krass aus, muss man ja wohl sagen. Und die Häuser sind einfach umgefallen, Haus will schlafen. Entschuldigung, ich finde das beim ersten Mal schon so urkomisch, dass sie so bescheuert die Häuser haben einfach umfallen lassen. Da zeigt mir ein Haus, bei dem das geht. Dass so ein Haus umfällt und einfach so liegen bleibt. Der Boden bleibt, es passiert ja nichts. Das ist einfach zu komisch. Wieder liegen, ey. Die hätte man auch wirklich zerstören lassen können, jetzt komm. Aber nein, das wäre nicht gut. Hast du gesehen, die ultimative Waffe wurde wiedergeboren? Die giftige Blume steht jetzt in voller Blüte und wird alles außer Team Flairs Verderbnis stürzen. Die giftige Blume ist in Chromlexia geblüht. Der Traum unseres Bosses, eine Welt, der schöner zu schaffen wird, war. Summa summarum heißt das ein Sieg für die Wissenschaft. Laberbacke. Ich halte sie auf. Ich will nicht zulassen, dass das geschieht. Ja. Das erste Uk. Uk 1. Ja. Ja, ich will das nicht zulassen. Ich bin der Retter der Welt. Ich helfe. So. Mal gucken hier. Gibt es ja nur einen Weg. Heavening. Jetzt hier. Ey. Nee. Aber ich denke, wir. Ja, wobei, nee, in diesem Part möchte ich das nicht mehr starten. Nein, diesen Part nutze ich jetzt und fliege ein bisschen rum und shoppe. Was? Ja, wir haben Zeit. Ich gehe jetzt shoppen, Leute, kommt mit. Da ist die Boutique. Rein da. Na, was gibt's denn hier Schönes? Was? Nur Mützen? Hier gibt's nur Mützen? Es gibt nur Mützen. Ja, komm. Dann können wir aber alles ruhig kaufen. Ich weiß gar nicht, ob man auch alles kaufen muss, um in Illumina City in die Boutique zu dürfen. Weiß ich gar nicht. Aber wir kaufen einfach mal Camouflage. Nee. So ein scheiß Sticker kostet einfach mal scheiße viel Geld. Campingmütze, die sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ob mir die zu meinem Outfit steht? Dann gucken wir. Ja, hi. Was willst du anprobieren? Warte, ich darf nicht mit rein? Na gut, dann nicht. Wie sieht das denn aus? Nee. Wie sieht die aus? Naja. Wie sieht die aus? Das sieht alles scheiße aus. Das passt alles nicht. Hallo, bist du ja wieder, Mann. Schau mal wieder rein! Ja. Nächste Stadt. So, hast du. Da müssen wir nicht hin, da kommen wir erst später hin. Du hast keinen Ort, wo es eine Boutique gibt. Hier ist auch keins. Du hast eine Boutique. Ich will shoppen! So, wo ist denn hier die Boutique?
Wo ist die Boutique? Ich will die Boutique. Ich will shoppen gehen, da kann ich shoppen gehen. Oh ja, hier gibt es doch schon mal Klamotten. Ein T-Shirt. Mit Aufdruck. 2100 Pokodollar. Ich weiß gar nicht. Ich hab Bock. Knochen. So. Ich nehme einfach alles mit. Komm, ich hab das Geld. Ich kaufe mich jetzt hier reich. Oh, die sieht gar nicht so schlecht aus, die Reißverschlussjacke. King-T-Shirt. Was ist das denn für ein Scheiß? Haben wir alle schon. Die Tasche sieht auch schön aus. Schönes Rot mit Schwarz. Pokéball-Kappe kaufen wir auch. Jetzt haben wir doch was. Jetzt haben wir doch was zum Anziehen hier. Okay, ich möchte gerne die mal anziehen. Oder? Daunenjacke brauchen wir nicht. Die. Ach, jetzt weiß ich auch, was das ist. Das ist ja der Löwe da. Den Namen vergessen. Pokéball-Kappe. Ja, Freunde, und hier müssen wir mal eben einen Schnitt machen. Ja, ich komme gleich wieder. Einen Moment, bis gleich, Leute.